Herzlich willkommen bei Mr. Power Gaming mit einer weiteren Mod-Review, und zwar mit den Mods, die heute Montag zum Valentinstag am 14.02.2022 im Giants Mod Hub präsentiert worden sind. Und zwar haben wir 4 neue Mods und 2 Updates, und daher möchten wir auch gleich starten. Doch wie immer möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Markus, Mr. Crest, bei Ralf, der Bär, Moritz, Darius, Mike und Dome für das Abo. Es geht aufwärts. Danke, danke, danke. Tausendmal. Mittlerweile haben wir die 250 Abonnenten erreicht. Also wir sind auf einem Viertel zum eigentlichen ersten großen Ziel. Und zwar, das sind die 1000 Abonnenten. Vielleicht kann der eine oder der andere mithelfen, hier auch noch die Nummern steigern zu lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank den Erwähnten für das Abo. Wir befinden uns hier natürlich auf der Oldstream Farm, wo ich bereits 2 Kapitel veröffentlicht habe von der Angezockt-Serie, wo es darum geht, mit Oldtimern die Farm zu bewirtschaften. Wir legen los mit dem ersten Update, was heute herausgekommen ist, und zwar betrifft dies Neubartelshagen, die Karte, die vor ein paar Tagen herausgekommen ist. Der Changelog sagt, dass der Collision Fix auf den Höfen, um frei platzieren zu können, gefixt worden sei und dass jetzt die Karte auch für die Konsolenspieler verfügbar sei. So, damit ist die Karte jetzt also für alle Plattformen verfügbar. Die Karte kommt von ACVR, Downloadgröße 113,57 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und natürlich, wie gesagt, für alle Plattformen. Wir kommen zu einem nächsten Update, und zwar ist das der Duport PTW 12500, und zwar von Dutch Modding Inc. Downloadgröße 11,75 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und jetzt für alle Plattformen. Das heißt, der Changelog ist ganz einzig und alleine darauf ausgerichtet, dass die Konsolen hinzugefügt worden sind. Das heißt, dieser ist jetzt auch für die Konsolenspieler verfügbar. Vom gleichen Modder, Dutch Modding Inc. und der Zusammenarbeit mit dem 20mm Normandy kommt der Sweetmaker Siva 240. Das ist ein neuer Mod mit der Downloadgröße von 13,28 MB in der Version 1.0 und natürlich für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Häckselgut-Anhänger mit dem Ladevolumen von 45 Kubikmeter, einem Gewicht von 8,5 Tonnen, mit einem maximalen Zuladegewicht von 15,5 Tonnen, Preis in der Grundkonfiguration 50.000 Euro. Bei der Konfiguration haben wir die Möglichkeit, den Aufbau hinzuzufügen, womit noch 3 Kubikmeter hinzukommen auf 48 Kubikmeter, dann wieder zurück zu Standard. Bei den Reifenherstellern können wir wählen zwischen Michelin, Mitas, BKT Vredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht alle durch, und wir können auch ein Kennzeichen hinzufügen respektive verändern. Wir kommen zu der nächsten Mod, und zwar ist dies von demselben Modding-Team wie vorhin, und zwar kommt hier der VGM LK22 mit einer Downloadgröße von 12,11 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar handelt es sich dabei um einen Schüttgut-Anhänger mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 24,2 Kubikmeter, einem Gewicht von 8,4 Tonnen, mit einem maximalen Zuladegewicht von 21,6 Tonnen und kostet 33.000 in der Grundvariante. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Vredestein, Michelin, Mitas und Trelleborg. Design gibt es entweder mit Warnschildern oder Sicherheitsstoßstange oder beidem. Beim Design 2 wird ein Seitenträger angeschlossen, eine Leiter oder beides. Ankopplungstyp gibt es den alten Stil oder die K80. Bei der Kapazität kann noch eine Getreideplatte hinzugefügt werden, wobei ich selbst hier jetzt nicht herausfinde, was sich hierbei ändert.
Bei der Hauptfarbe haben wir entweder rot oder schwarz, und zwar ist das das Fahrgestell. Die zweite Hauptfarbe ist natürlich die Hauptfarbe an sich, und die Felgenfarbe haben wir entweder schwarz oder grau. Auch hier gibt es natürlich das Kennzeichen. Die nächste Mod ist natürlich klar eine Mod, die wird gleich mit in die Serie mit aufgenommen. Und zwar kommt diese Mod von Dogface. Downloadgröße 1,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Einzelsaatmaschine, also für Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben und Baumwolle. Da es ganz genau zur Thematik passt, weil es natürlich absolut im Retro-Style ist, wird das direkt dann mit aufgenommen, obschon ich gerade noch nicht geplant habe, irgendwie in Richtung Mais oder Einzelsaat zu gehen, aber auf jeden Fall ist das eine wunderschöne Maschine. Tankfüllmenge für das Saatgut ist 100 Liter, das heißt, hier muss man sehr oft dann auftanken fahren oder auftanken. Das Gewicht ist ideal, 355 Kilo, braucht 20 PS, Arbeitsbreite 2 Meter, das heißt also, es ist eine zweireihige Pflanzmaschine und Arbeitsgeschwindigkeit bei 10 km/h. Da es weiter keine Konfigurationsmöglichkeiten gibt, ist das hier auch gleich der Grund- und Standardpreis von 2.750 Euro. Von VarioFan 1987 kommt der Silocking Trailed Line Duo 1814 mit einer Downloadgröße von 5,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und natürlich handelt es sich dabei um einen Futtermischwagen mit einem Volumen von 16 Kubikmetern, einem Gewicht von 6,1 Tonne, braucht 85 PS und kostet da weiter keine Konfigurationsmöglichkeiten 31.000 Euro. Des Weiteren möchte ich noch über ein paar andere Neuigkeiten sprechen, die nicht den ModHub betreffen, und zwar zum einen die Nordfriesische Marsch, die vor circa einer Woche erschienen ist. Da gibt es bereits das Update 1.2. Ihr könnt hier den Changelog selber durchlesen, der ist sehr, 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 sehr lang und sehr detailliert. Also hier hat sich einiges getan. Des Weiteren ist auch bekannt geworden, dass Black Sheep Modding an einem Update für die Oldstream Farm arbeitet. Ich weiß nicht, wie offiziell diese Changelogs schon sind, daher werde ich die jetzt erstmal noch nicht zeigen, sondern erst dann, wenn dann in Giants Mod Hub das Update durchgekommen ist. Und da nur eine Anmerkung, es wird definitiv mit Hochdruck dann gearbeitet. Im Moment sind ca. 20 Punkte, die korrigiert werden, also in diesem Changelog aufgeführt. Also einfach am besten das Abo da lassen, damit ihr keine dieser wichtigen Updates verpasst. Ich werde auf jeden Fall jedes einzelne Update, was wichtig ist, auf den wichtigen Karten definitiv hier während der Mod-Vorstellungen besprechen. Es ist auch angekündigt, dass Oxygen David auch an einem weiteren Update arbeitet. Angeblich soll dann da eine neue Frucht hinzugefügt werden, aber das sind alles noch nicht bestätigte Aussagen. Deswegen auch nur die Erwähnung dafür, damit ihr wisst, dass hier auf jeden Fall noch weitere Updates kommen werden. Heute war es eine sehr, sehr kurze Mod-Vorstellung, da es wirklich nur 4 Mods und 2 Updates gegeben hat. Deswegen bedanke ich mich auch schon wieder für eure Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte lasst mir doch noch euren Daumen da, wenn euch diese Inhalte gefallen. Und wie schon mehrfach erwähnt, wollt ihr keine weiteren Inhalte verpassen, dann lasst mir doch das Abo da. Nicht vergessen, auch vielleicht in die Oldtimer Let's Play Serie angezockt reinzugucken. Der Link ist dann oben rechts. Und dann bedanke ich mich jetzt nochmal ganz, ganz herzlich für euer Dabeisein. Ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.